willkommen warnt, wo ich jetzt alle Zammergier und ähnliche theoretisch Freunde töte, nur um herauszufinden, was in der Stadt Ishtar ist, weil ich sonst nicht auf diese 75 Ruf komme. Satoras hatte ich ja eigentlich schon erledigt gehabt, ich habe das nochmal neu geladen, aber da das ja in der Vanilla-Version, ich lese auch Kommentare, nicht möglich ist scheinbar und man muss diesen Weg quasi so gehen und ich möchte gern wissen, was da drin ist. Weil wegen Schwarzmagier, das gab es jetzt in 1 und 2 nicht. Und Wassermagier, ja, ich will gerne das andere einmal gucken, weil das, wenn ich Wassermagier werden möchte, gibt es für Gothic 1 oder 2 diverse andere 500 Mods gefühlt, wo ich das machen kann. Ich möchte gerne wissen, was in dieser Stadt drin ist. Und was da so viele Leute, also in Nett, was da für Leute sind, um mir das mal anzugucken. Deshalb gehe ich jetzt rum und töte alle. Und da bei manchen Kopfgeldsachen, die normal mit drin hängen, wo Wassermagier sind, muss ich die ja leider alle mitmachen. Deshalb machen wir das jetzt. Freue mich. Was will er eigentlich da beschwören? Das Krasse ist halt, man bekommt halt echt immer nur 3, ne? Erfahrungspunkte. Tut mir so leid, ne? Jetzt bist du dran. Ich krieg für Myxia auch nur 3 Punkte. Ich krieg nur 3 Punkte. Ich krieg für Saturas Oberhaupt der Wassermagier genauso viele Punkte wie für einen beiläufigen anderen ersetzbaren Wassermagier. Nehmen wir es mal so. Naja. Was soll ich dazu sagen? Nach Lago. Dort gibt es nämlich diesen einen Löwenmenschen, von dem ich ja noch, also den ich auch umbringen soll. Und Patras. Ja, schön, ne? Das wird richtig toll. Und ich wette, nachher habe ich auch nicht genügend Punkte. Also es fühlt sich so an, wie das wird hier nicht mehr. Was ist denn das da? Lago. Nicht Lagos. Lago. Also, was ich musste jetzt irgendwie einzeln bekommen, ne? Wenn die da zusammenhängen, schaffe ich das nicht. Ich muss einfrieren. Uha. Atras kam viel schneller da wieder raus. Ist ja klar, Magieresistenz wahrscheinlich. Oder ähnliches. Boah, die können beide Magie? Ja, stimmt ja. Der eine würde mir das ja beibringen. Ich muss jetzt an Atras noch ran. Wieso macht der eigentlich Feuerbälle? Mal so ganz nebenbei. Ja. Leben ist doch einfach kacke. Wenn man direkt von so einem Feuerball instant getötet wird, ist man eigentlich richtig schwach. Richtig schwach. So, bevor das jetzt hier irgendwie... Ach, war hier auf Speichern. Ich speichere mal so. Weil es gleich irgendwie komplett nicht so sein soll, wie ich es gerne hätte. Dir werde ich helfen. Naja, wenn die einzeln sind, sind ja okay. Wenn ich trotzdem am Ende, weil ich irgendwas total verkackt habe, nicht auf den Ruf komme, finde ich es jetzt ein bisschen brutal, dass ich die alle getötet habe. Weg mit der Magie! Jetzt bist du dran! Ja. Ja, cool, wenn man von den... Ach nee, Runen kann man ja nicht bekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn man wenigstens irgendwie noch Rune oder so looten könnte, aber gibt's ja nicht. Was vergessen. Das haben wir natürlich gelernt, wie man das richtig macht, ne? Geht ja auch irgendwo dazu. So, jetzt aber ordentlich. Wenn ich da bin, speichere ich mal gucken, wie ich das mache. Ich
Geh die halt ein abwechselnd. Du musst halt schnell genug sein. Schnell genug ist hier die Sache, ne? Will die mich beide direkt einmal angreifen werden. Batras ist vor ihm aufgestanden. Dir werde ich helfen. Nein. Dir werde ich helfen. Boah. So, Questgestalt hat der Stein des Löwen. Ich habe jetzt bei ihm plus 4 bekommen und bei Watras glaube ich nur auch nur plus 3. Das habe ich ja trotzdem den Ruinenstein des Löwen. Tja. Dann bin ich jetzt bei 62. Ich weiß auch nicht, wo die alle rumgammeln. Frage. In irgendwelchen Höhlen gammeln die rum. Habe ich überhaupt alle schon gefunden gehabt? Ja, ich wage es zu bezweifeln. Hätte ich die mal direkt getötet? Na, kann man nicht wissen. Hallo? Da. Ah, da muss ich ja so weit laufen. Oh yeah. Ich freue mich. Ich glaube, es war nicht direkt hier hoch, sondern irgendwie erst da hinten oder so hoch. Ja? Ich weiß es nicht mehr. Und dabei war ich ja erst. Das ist alles bei mir raus. Ich hatte halt den noch übrig. Ich habe diesen anderen Nomaden noch, der dort mit drin ist, den ich auch umbringen soll. Aber ich glaube, das bringt mir nur Ruf in der Stadt, nicht generell bei den Assassinen. Das ist ganz schön brutal, ne? Vielleicht. Ich hätte gern so ein Kombi-Ding gemacht. Von allen ein bisschen, dann passt das. Weiß nicht. Ich finde es auch immer sehr brutal, dass ich, egal aus welcher Höhe, dass man sich halt, okay, das ist Glitschen, dass man sich abrollen kann. Ich finde es Akrobatik schön und gut. Aber wenn ich 500 Meter runterfalle, hat das nichts mehr mit 5 Metern zu tun. Mein ja nur. Das mal so darzulegen. Finde ich komisch. Leid, jetzt seid ihr dran. Meine ist am besten. Soll ich die einzeln rausholen? Ich speichere mal hier. Sollt ihr nur was essen erstmal? Weil die Nomaden werden mich ja mit angreifen. Die Magie? Ne, Ruf in Prager war das jetzt zum Beispiel. Die Kopfgeldsachen sind Ruf in Prager. Ist natürlich jetzt doof, weil Riordan da ist.
der sich hier heilt. Den Nomaden noch wegbekommen. So, ich glaube, jetzt ist es nur noch Jordian. Wer überlebt die Feller? Feuerbälle, ich oder er? Es waren jetzt aber auch nur plus 3. Ich ja da gar nicht mehr alle Adanos-Artefakte, kann das sein? Shit. Waren es nicht 5? Ich habe ja nur einen Ring, einen grünchen und die Robe. Oh. Natürlich kacke. Nein. Nee, es war hier der 5. Camp-Tempel. Befreie die Wüste von der Herrschaft der Assassinen. Ich glaube, das scheitert auch demnächst. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bin mir nicht ganz so sicher. Fühlt sich aber so an. Ich weiß ja nicht, dass ihr gleich alle rausgerannt kommt. Nee, da sitzt ja noch einer. Was ist mit ihm? Da unten nicht auch noch eine? Ob er doch, da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch einen Bogen gehört. So kann der durch die Wand schießen. Ich sehe doch hier Pfeile. Ich kann nicht durch die Wand. Schon ein bisschen. Ach, der ist in der Wand. Der ist in der Wand. Das ist doch Beschiss. Naja, was soll ich dazu sagen? Kann ihn nicht erledigen. Ich weiß nicht, wie er wieder rauskommt, ob er überhaupt rauskommt oder nicht. Ich sammle mal die Dinge ein, die man hier so einsammeln kann. Ich wollte eigentlich noch das, die Steintafel lesen. Müsste mich aber erstmal kurz heilen. Wie kommt der jetzt raus? Nee, er ist jetzt unter der. Er ist halt unter der Map. Will ich dazu noch sagen? Nein. Nicht. Achso, ja. Aber kann ich lesen während des Kampfes eigentlich? Das bringt nichts. Natürlich nicht. Ist es nicht meine Entscheidung, ob ich Bock habe, etwas zu lesen, während ich angegriffen werde? Auf jeden Fall. Komm doch raus, dann bleib ich stehen. Aber aus der Wand oder aus dem Boden. Je nachdem. Sachen, die hinterfragt man nicht. So. Morasul. Matril ist eigentlich auch einer. Ich weiß nicht, wo die alle sind, ne? Hatte ich eigentlich alle? Also Morasul, ja. Aber ich weiß nicht, wo ich die überall mal hingepackt hatte. Hingebracht. Gestern nach Morasul, weiß ich, wo der ist. Den anderen, ja, ja, die hatte ich auch, ne? In der Theorie.
wusste ich, wo die waren. Gott, und oh je, meh. Irgendwo hier. Wenn ich das finde. Ach du meine Güte. Und ich sag's euch, aber wenn ich jetzt drei. Immer drei, also ich habe ja das eine Kopfgeld noch bekommen, das waren ja vier. Bin jetzt bei 65. Ich hätte noch mal 9. Dann bin ich ja bei 74. Da fehlt mir ja noch immer eins. Also entweder habe ich Glück und ich bekomme da noch einen Punkt, wenn ich halt alles erledigt habe. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wo das dahin ist. Also, ich muss durch. Der war da hinten irgendwo. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder bei einem Wassermagier. Ich mehr Darion, oder glaube ich. Auf jeden Fall bei dem, der da hinten ist. Ich glaube, es war mehr Darion. Ach, da mehr in die Richtung der Oase und da oben dann irgendwo. Und ich schneide und wir sehen uns dann bei dem. Bis gleich. Bin bei der ersten Höhle und ich glaube hier, also in der Nähe von Murasul war, glaube ich, mehr Reptarion oder so. Vielleicht komme ich auch nur an ihn ran, wenn ich Glück habe. Ich hätte Flammenwelle. Ich da einmal kurz Licht, sonst sehe ich hier gar nichts. Doch bekommen. Ich muss das unbedingt lernen. Also, die Lernpunkte würde ich jetzt mal ausgeben. Das ist ja hier in solchen Situationen echt nervig. Mehr Darion ist dort. Na dann, weg mit der Magie! Das reicht nicht. Wie das? Ich hätte gedacht, dass das reicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so eine. Habe ich Flammenwelle hier eigentlich schon mal benutzt? So ganz beiläufig mal gefragt? Nee, ne? Ich dachte, wäre so ein bisschen doller. Und das juckt mir Darion jetzt nicht? Darion? Mehr Darion, doch. Doch, juckt ihn. Wer sagt's denn? Riech ich dich ein? War mir nicht sicher, ne? Wie ihr das jetzt nun handhabt mit mir. Der hat schon ein bisschen was mehr an Lebenspunkten. Wieso benutzt er denn jetzt dieselben Angriff gegen mich? Wieso ist denn der krasser als Saturas? Nebenbei gefragt. Krieg ich dich doch noch! Dir werde ich helfen! Dir werde ich helfen! Da! Dir werde ich helfen! Oh. Ja. Wer sagt's denn? Geht besonders, doch. Was hat er denn für Dings? Ich muss mich richtig konzentrieren. Ich muss, ja. Also Medarion ist schon anderes Kaliber als die anderen, muss ich jetzt mal sagen. Den hat er aber auch. Das ist die ganzen Sachen, die er mal liest, ne? Das wirkt sich da einfach aus. Krieg ich dich doch noch! Ach,
Und dann das Problem ist, dann kann man halt selber gar nicht mehr irgendwie was machen. Sobald er mich angreift, ist eigentlich vorbei. Was soll ich denn da? Kann ich ihn auch nicht mehr einfrieren. Krieg ich dich doch noch! Da. Dir werde ich helfen! War zu schnell. Muss das irgendwie counten? Krieg ich dich doch noch? Dir werde ich helfen. Dir werde ich helfen. Es war zu früh. Dir werde ich helfen. Au. Dir werde ich. Oh. Ja. Okay, kann ich irgendwas beschwören? Was habe ich denn so für Spruchrollen? Also. Hättet ihr das gedacht, Medarion? Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Böses Vernichten. Der Magier löst seinen Geist von seinem Körper. Was ist das? Hypnose wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wäre komisch. Bitte was? Aber warum steht er denn wieder auf? Kann er nicht weiter schlafen, während ich da irgendwie... Keine Chance, ne? Also, ich könnte, warum auch immer ich Schlaf auf den Magier wirken kann, das würde gehen, bringt mir genauso viel, wie wenn ich Eisblock benutze, weil sie nicht eingefroren bleiben. Oder was Besseres. Das ist eine Seelenwanderung. Golem beschwören könnte ich meinen, wo habe ich das denn her? Oder nee, das habe ich ja gerade gemacht, ne? So. Was ist das denn? Das ist ja geil. Ich. Wenn ich irgendwas brauche, wenn ich irgendwas suche, wenn man mich nicht sehen darf. Sehr cool. Und wie bände ich das? Ah. Das hat ja was. Das ist ja geil. Das habe ich nie ausprobiert. Das ist ja. Wenn ich da noch looten könnte? Wahrscheinlich nur, um zu gucken. Ich würde einfrieren und dann den Golem beschwören, glaube ich. Ah, das wollte Saturas mal machen, zumindest irgendwas beschwören, ich weiß es nicht. Ich frage es auf, was geht da jetzt, auf mich oder auf? Ah, ich würde jetzt meinen Golem. Oh. Oh. Oh.
Du willst es nicht begreifen, wa? Du willst es nicht begreifen! Du willst es... Wir sind ein gutes Team, ich glaube, so geht es. Die Frage ist, ich habe ein Problem, wenn die anderen Magier genauso stark sind, ne? Dir werde ich helfen! Ich habe kein Golem beschwören mehr. Dir werde ich helfen! Dir werde ich helfen! Dir Nein! Werd ich Ich hab's noch nicht verlassen. Muss ein bisschen vorsichtiger sein, auch wegen der Mana-Gedöns. Und ich glaube, ich muss. Also, ich muss was anderes nehmen, wegen Schaden machen, ne? Aber ich würde ihn schon zuerst einmal einfrieren. Wenn ich so intelligent gewesen wäre. Und das auch ordentlich machen würde. Besonders direkt tot, weil es ist doch kein normaler Feuerball. Das ist auch ein Wassermagier, ja? Wir reden hier nicht von einem Feuermagier. Warum? Das ist auch irgendwie gerade so dämlich. Ja, mein Leben war nicht ganz voll, aber ich habe ja auch nicht nur einen witzigen Lebensbalken oder so. Hm? Einfach nur hier. Ist was anderes noch? Nee, irgendwas anderes beschwören? Ich kann nicht nur ein Golem. Warum gibt es hier so wenig Beschwörungssachen eigentlich? Das ist brutal. Dann weiß ich gar nicht, wo ich sowas kaufen kann, ne? Krieg ich dich doch noch! Für die anderen Magier. Wenn die anderen auch so brutal sind. Au! 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 Ich mach ja gar keinen Schaden. Greif den an, nicht mich. So habe ich Glück, weil er gerade nichts machen kann, ne? Aber mein Mana ist gleich alle. Okay. Bei dem Golem ist ein Loch in der Mitte. Gut. Nefarius, erledigt. Das ist ja brutal. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten und ich hoffe, beim nächsten Magier. Insula. Und ich hoffe, dass ich jetzt da nicht irgendwie irgendwas Beschwörungsartiges noch lernen muss. Wir müssen jetzt gleich... Haben die eine Halbwertszeit? Die hätte ich doch hier noch gar nicht gemacht. Denn Salah meine ich für dich. Wir sehen uns bei Bonus gleich. Bis gleich. So. Kronos müsste hier sein, oder? Kronos. Ja, ist der alleine? Habe ich mir doch gedacht, dass du das bist. Aber irgendwas an dir ist anders. Naja, vielleicht werde ich auch nur langsam alt. Ich dir nicht schon? Kronos, der Erzhüter. Wie ist es dir ergangen? Nun... Dank den Fokussteinen haben wir den Weg zu unserem Volk zurückgefunden. Ja. Und was treibst du hier? Nach unserer Ankunft hielten wir es für das Beste, uns zu trennen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war Saturas Idee, nicht meine. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir zusammengeblieben. Aber auf mich hört ja niemand. Seitdem führt mich die Suche nach Wissen und Erleuchtung durch die Wüste. Jo. Wenn es etwas gibt, das du brauchst, so lass es mich wissen. Du hättest früher immer Spruch wollen, ich hätte gern welche, um einen Golem zu beschwören. Zeig mir deine Ware. Der hat nichts, ne? Was soll das?
Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe keine. Also ich hoffe, er ist jetzt nicht genauso stark, weil ich weiß jetzt gar nicht, wo ich so eine Spruchrollen herbekomme. Warum war ich hier nicht? Hier war ich doch. Ich war doch hier neben dem Tempel von Mora. Ich hab den doch. Sameka, verwechsel ich die jetzt wieder alle? Auf jeden Fall weiß hier noch alles. Pilze nehme ich ja in der Theorie mit. Naja, gut. Ich war doch nicht Murasul hier, Ben Sala. Da war ich doch bei dem... Ach, egal. Bei der... Da unten ist nur Ase, da war ich ja auch. Gucken wir uns die Sache mal an. Der ist nicht ganz so stark. Also es zieht auch jetzt viel mehr ab, ne? Ich reiß dir den Kopf ab. Und seine sind noch nicht ganz so brutal. So, jetzt bin ich bei 71. Und dann jetzt, bleibt nur noch Nefarius übrig und dann können wir wieder zurück. Und also dann hoffe ich, weil wenn ich von Nefarius ja auch nur 3 Punkte bekomme, dann bin ich ja bei 74. Wir sehen uns gleich beim letzten. Ich bin noch auf der Suche, aber ich habe eine Hülle gefunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob er hier drin ist oder in einer anderen. Aber hier ist auf jeden Fall eine Hülle. Nochmal speichern. Da ich keinen Plan habe, wo der hier ist. Ich habe ein Schwert gehört. Schwarzer Goblin. Okay. Ich glaube nicht, dass er hier drin ist. Noch mehrere? Ich würde mal sagen, ja. Ich habe eine Goblin-Höhle gefunden. Braucht Licht. Wenn die gleich auch irgendwie die Wand reinglitschen, wie das andere Ding, ne? Der Nomade, dann flippe ich aber aus. Warum ist das so? Weil ich krieg die ja dann nicht. Obwohl die haben... Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Da war es in meinem Augenwinkel. Die haben wenigstens keinen Bogen. Das ist nämlich schon quasi erschienen. Das ist ja ganz schön ungerecht. Ich springe jetzt einfach mal darunter. Hätte mich vielleicht mal heilen sollen. Tja, Dusselchen. Naja. Ne, ich glaube, wir sind keine. Mehr. Ja, okay, das ist eine Goblin-Höhle. Naja, gut. Ich brauche hier noch eine Weile, um eine Farius zu finden. Wird jetzt bei jeder Höhle. Wo ich noch nicht war, weil da irgendwie Pilze drin sind, sagen. Vielleicht habe ich ihn gleich. Also wie... Okay, es wird nicht mein schnittreichstes Video werden. Aber hier kommen sehr viele Schnitte. Wir sehen uns dann bei der nächsten Höhle Nummer 23. Beziehungsweise wir sehen uns nicht bei Höhle Nummer 23. Ich habe hier nämlich was gefunden. Aber irgendwas leckt hier auch enorm in dem Gebiet. Und zwar ein paar Assassinen. Ich bin Zarkos, der Löwenjäger. Das ist eine ziemlich gefährliche Gegend hier. Was führt dich her? Kann nur sagen, bring mir was bei. Bring mir was bei. Das kann ich tun. Ich verstehe viel von der Jagd. Allerdings wirst du für mein Wissen bezahlen. Nee. Ich dachte, wir könnten hier auch irgendwas machen oder die wollen, dass wir die Höhle ausräuchern. Aber nö. Ja, weil ich hier war ich noch nicht. Und ich dachte, okay, Assassinen. Aber ich krieg von denen keinen. Aber warum sind die dann nicht hier? Also ich finde es gut, dass hier dann mal was los ist. Was irritiert mich. Na gut.
Nächste Höhle. Wir sehen uns bei der nächsten Höhle oder wieder bei so einem komischen, seltsamen Spot. Ich bin hier auf einer gigantischen Erkundungstour. Und da hinten, das sieht man jetzt nicht, das habe ich von weiter oben gesehen, ich bin bergunter gesprungen, gibt es so eine Art Dörfle vielleicht oder Ruinen und hier sind Feuergolems. Aber ich dachte, also ich nehme die ganze Zeit auf, aber ich packe vielleicht von hier wieder das Video rein. Alter. Na, treibt doch nicht instant. Irgendwie können wir nicht. Ne? Ich sollte vielleicht mal Punkte für Lebensenergie oder ähnliches ausgeben. Einfach nur fürs Gefühl. Was Sinnvolles hier zu machen. So. Da war noch ein Feuerbohle. Nur da hinten ist irgendwas. Und da wollte ich jetzt mal schauen. Hallo? Kann ich den nicht? Guten. Ach, da. Wenn man das Köpfle oder das, ich habe keine Ahnung, Mittelteil. Wenn man es analysiert bekommt. Hier ist aber auch irgendwas. Also, irgendwas will hier kaum laden. Also, das ist. Oh, nicht. Ich habe ja alle Patche drauf, was geht. Ne? Das ist richtig. Das stockt aber so richtig komisch. Das ist hier in dem Gebiet. Ich bin nämlich, suche ich gerade alles. Also, hier hatte ich ja schon die Sachen. Und ich suche jetzt gerade alles hier komplett westlich ab. Und das ist ja die Performance. Oh ja, nee, ne? Ich würde gerne weinen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist gerade. Ich habe alle Patches drauf. Meine anderen Sachen haben auch alle 60 FPS. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll, der Bums. Was ist das hier für ein Krater? War der Feuergolem wohl etwas zu optimistisch, sich hier eine Behausung zu bauen? Ich habe keine Ahnung. Also wenn es gerade hier in dem Bereich ruckelt, das ist das Game, ne? Oder was auch immer da komisch aussieht. Weiß ich nicht. Es tut mir leid. Ich gucke gerade so parallel mit. Das sieht okay aus. Da steht mir noch was von 60 bei meiner Aufnahme. 60 FPS. Aber ich habe keinen Plan. Ich merke das in dem Game gerade. Ja, okay, jetzt bin ich hier. Das habe ich von weiter oben gesehen. So eine Art. Ich dachte, wir erst wären in der Stadt oder so, wegen den Hütten. So ein Lager, befreiter Sklave. Okay, hier sind. Überall diese Mistviecher. Oh, cool, da ist er. Aber warum sind hier befreite. Da. Wollen wir uns mal mit dem unterhalten oder? Läuft das ab? Ich würde ganz gern den normalen erledigen schon mal, wenn das geht. Das ist ein Dreiweg. Der Nomade würde sich vielleicht aber auch selbst erledigen, ne? Ich den anvisiert? Dann, wenn man den mal anvisiert haben möchte, geht das nicht. Ein Mistvieh weniger. Jetzt haben die Karius, ne? Ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen, das tut mir wirklich sehr leid. Töte alle nochmal plus 4 und für ihn haben wir 3 bekommen. Okay, ich habe genügend Punkte, um reinzukommen. Varius, es tut mir sehr leid, ich habe aber nicht gespeichert. Ich hätte sonst natürlich mit ihm gesprochen. Wer kämpft hier denn noch? Ach, die Sklaven. Ist aber cool hier mit den ganzen Schriften und so. Bestimmt hätte ich für ihn auch noch was machen können. Upsi, bupsi. Aber ich musste ihn ja so oder so umbringen, um meine eigentliche Mission hier zu machen. Das kann ich auch hier raus aus diesem. Es wird nicht geladen, Gedöns. Gut, komme ich jetzt nach Ishtar rein. Obwohl, ich sag vorher nochmal Bescheid, die sind alle erledigt. Also einmal nach Morazul zu Gonzales, weil von dem hatte ich die Aufgabe bekommen. Ja, jetzt habe ich 78.
Kann ich gerade sagen, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich mache, wenn ich bei 74 stehen bleibe. Das hätte ich dem Game jetzt auch noch zugetraut. Ich habe so viel Glück, dass mir ein Punkt für sowas fehlen würde, weil ich irgendetwas anderes verkackt habe. Ich hab dafür ein richtig gutes Talent, muss ich ja mal sagen. Kann ich danach auch die Assassinen töten, dass hier niemand mehr in der Wüste ist? Ja, oder? Wenn ich da reingekommen bin. Das finde ich krass, dass man halt echt alle von denen erledigen muss. Ich bin genau falsch rumgelatscht. Also von den Wassermagiern finde ich ein bisschen schade drum. So. Wegen der Wassermagier. Sprich schnell! Was hast du zu berichten? Nicht. Vatras weilt nicht mehr unter den Lebenden. Sehr gut. Der Mistkerl war mir schon immer ein Dorn im Auge. Er hätte besser auf der Insel Korinis bleiben sollen. Oh ja. Gut gemacht. Hier, dein Lohn. Saturas ist tot. Das ist die beste Nachricht, die ich je gehört habe. Saturas war der oberste Wassermagier, soweit ich weiß. Ja. Reife Leistung. Hier ist deine Belohnung. 10.000, ne? Myxia ist erledigt. Großartig. Einer weniger von diesen falschen Propheten. Guter Mann. Hier, dein Lohn. Bin mal gespannt, was ich bitteschön bekomme bei Merdarion. Na? Riordan ist Geschichte. Du hast es echt drauf, was? Danke. Gute Arbeit. Nimm dies. Merdarion ist erledigt. Wunderbar. Auf dich kann man sich verlassen. Jetzt müsste ich eigentlich 20.000 bekommen. Dein Lohn. Ach, gar keine Erfahrungspunkte, willst du mich verkackern? Nefarius ist nur noch Futter für die Wüstenläufer. Das höre ich gerne. Nimm dies, du hast es dir verdient. Kronos ist tot. Gute Sache. Ich bin stolz auf dich. Hier, deine Belohnung. Wieso ging das jetzt hintereinander eigentlich? Und die anderen musste ich alle einzeln, die letzten beiden musste ich nicht. Okay. Alle Wassermagier sind ausgelöscht. Ja, doch. Damit bist du unserem Volk näher gekommen, als ich es bei dir vermutet hätte. Ey. Willkommen bei den Assassinen, Fremder. Dankeschön. Auf dass Beliar deine Taschen mit Gold füllen möge. Von mir bekommst du schon den ersten Bonus. Mein Geld vielleicht zurück? Ich werde dein weiteres Vorgehen mit großem Interesse beobachten. Weiter so. Ich will nicht beobachtet werden, sonst nochmal 10.000. Zwei Level Ups erstmal. Fantastisch. Und wie geht's dir, Alima? Was willst du? Dir geht's fantastisch. Na dann ist es doch erledigt. Das ist ja für mich gar kein Problem, die Wassermagie hier einfach mal auszulöschen. Ich gehe mal nicht so ganz. Jetzt sind mir hier zu viele Sachen. Ich starb. Wir reden einfach nicht drüber, was ich getan habe, okay? Wir reden darüber nicht. Halt! Ich darf rein. Ich darf rein. Wie sieht's aus? Kann ich rein? Du hast das Recht, die Stadt Ishtar zu betreten. Doch vorher werde ich dir die Regeln der Stadt erklären. Lass mich raten. Kein Ärger, sonst gibt's aufs Maul. Alles klar. Du kennst die Regeln der Stadt. Ich dachte, ich kenne jemand volles Wund aufs Maul hauen. Ist ja richtig langweilig. Wer will denn hier hin? Schon keinen Bock mehr. Können wir wieder alles zurückspulen, was ich jetzt die letzte... Ach, freut mich, wie viel Ingame-Zeit ich habe. Das, was ihr seht gerade, was ich eigentlich dafür gebraucht habe. Deshalb habe ich es geschnitten, ne? Das war einiges. Halt! Was willst du hier? Was willst du? Ich will in den Palast. Wenn du Ärger machst, breche ich dir alle Knochen. Ich breche dir deine. Ne? Ich wollte auch hier runter übrigens. Ich bin ein bisschen aggro. Merk mal vielleicht. Oh, krass, Al. Hier ist mal. Sukus. Und erstmal Buchstände. Hier steht was über Alchemie. Jo, danke. Wählen wir mit dem Alchemisten. Was willst du von Nerusul, dem größten Schwarzmagier von Ishtar? Soll ich dir übers Haar streichen, weil du es geschafft hast, in die Stadt zu kommen? Ja, bitte. Ich dachte, Zuben wäre der größte Magier hier. Genau, Stinkern. Und das ist er auch. Und was bist du? Hä?
Was ist er? Verschwinde! Ich muss studieren. Deine Kacke. Verschwinde, du hast in dieser Stadt nichts zu suchen. Oh, ich habe schon keinen Bock mehr. Können wir die alle anzünden? Dafür habe ich die alle erledigt. Obwohl die Wassermagier mal nett zu mir waren. Also das ist der Tonfall, den Saturas hätte eigentlich haben müssen. Nur mal so zur Info. Also den er sonst mir gegenüber hatte. Uninteressant. Jetzt geht's hier noch los. Also, meine Lieben. Wollt ihr Stress? Wo ist jetzt die andere Dumpfbacke, die hier stand? Na toll. Muntasir. Ich bin Muntasir, ein Diener Beliars und Verwalter von Ishtar. Hi. Einer unserer Männer ist in der Wüste geblieben. Du kannst in seiner Hütte pennen. Die Treppe rauf, direkt die erste, die mit den Schädeln überm Eingang. Danke. Zeig mir deine Ware. Schädel sind immer gut überm Eingang, finde ich okay. Sag mal, könnte ich hier eigentlich auch was anderes mal anziehen? Ist ja vielleicht. 140.000? Naja, vielleicht auch nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Zimmer. Wir suchen das nachher. Stopp. Ich bin Ugrasal. Danke. Kämpfer für Zuben und Ausbilder. Hi. Was führt dich nach Ishtar? Geld? Kannst du mich ausbilden? Nicht das. Nein, ich bilde nur die Kämpfer Zubens aus. Ich bin einfach zu krass für dich, ich sag's dir. Ich definitiv zu krass. Also die Stimmung ist hier auf jeden Fall Bombe. Alle sehr fröhlich, begeistert bei der Arbeit und sehr freundlich und zuvorkommend. Ach, wie jeden Tag im echten Leben quasi auch. Der da gar keinen Unterschied, da fühlt man sich doch richtig heimisch, ne? Finde ich richtig gut. Ist ja noch welche? Namen, bevor ich nach Rom latsch? Oh Gott, eine Arena, oder? Oh ne, ich will nicht in der Arena kämpfen. Emmet. Hey Mann, du kommst wohl auch nicht von hier, was? Und du? Woher kommst du? Aus Lago. Ich bin hier, um zu trainieren. Dachte ich mir. Wie er redet, riecht er schon... riecht. Hört er sich schon ein bisschen sumpfkrautig an. Was machst du? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Geistige Vorbereitung. Ja. Wenn Körper und Geist im Einklang sind, kann mich niemand besiegen. Ja. Verstehe. Allerdings kann ich mich nur schlecht aufs Training konzentrieren. Vielleicht liegt das am Rauchen. Nö. Ja, ganz genau. Das liegt an dem Scheißzeug, das ich hier rauche. Nein. Keine Ahnung, was die hier in ihre Pfeifen stopfen, aber es schmeckt irgendwie nach Kaktus. Ich glaube, er kommt ursprünglich von Insektenspinnern. Kann ich dir helfen? Klar kannst du. Ja. Geh nach Lago und besorge mir ein Paket feinstes Sumpfkraut. Erledigt. Mit freundlichen Grüßen aus Lago. Hey, sieh mal an, ein ganzes Paket feinster Trainingsware. Ich spüre schon, wie sich mein Geist öffnet. Und wenn du deinen Geist auch öffnest, zeige ich dir, wie du deinen Körper beherrschen kannst. Mein Geist habe ich so oft schon geöffnet. Körper konnte ich trotzdem nicht beherrschen. Hast du zu viel Zeit? Nö, hast du zu viel Gras? Gut. Ich habe jetzt plus 5 Ruf in Ishtar. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier drin auch anfangen muss, was weiß ich, an Ruf zu sammeln. Ich bin ja dann sowas von am Arsch. Sag mal, wo geht's denn hier hin? Wir kommen ja irgendwo gleich beim Erdkern raus. Wenn ich gleich woanders rauskomme von der Stadt, weil ich wieder hochgehe, haben wir ein Problem. Und dann habe ich die Orientierung verloren. Oh, ich hätte jetzt auch noch hoch. Das ist ein Lager. Und hier geht es woanders hoch. Ja, nee, lieber nicht. Ich meine... Sonst vergesse ich, wo ich bin. Das geht hier runter und wir haben trotzdem Ausguck. Warte mal, wir können hier durchglitschen. Ja, es wäre wirklich so. Kleine Fenster rechnen. Ich wollte nämlich gerade sagen, bin ich nicht im Keller und ich sehe eine Palme aus dem Fenster? Wir sind ja auch weiter oben auf dem Berg. Kurz vergessen. Musst du das kontrollieren.
jetzt stecke ich irgendwo fest. Sag mal, hier glitscht man nach. In der Wüste gibt es ganz viele diese komischen Glitchstellen, kann sein. Aber hier lädt es wenigstens wieder. So, hier ist es nicht ganz so schlimm wie bei dieser einen Stelle, bei der ich war. Hier gibt es noch einen Schmied. Sven! Ich glaube, bisher kommen sie von hier. Du kommst aus Nordmar? Ich schmiede Erzwaffen. Jo. Erzwaffen. Braucht ihr dafür nicht einen dicken Ofen? Um das Erz zu schmelzen. Einen fertigen Rohling kann ich auf jedem Amboss der Welt bearbeiten. Und? Und wenn du Erzrohlinge auftreiben kannst, immer her damit. Mhm. Und wenn du meinst, dass du es drauf hast, zeige ich dir, wie du selbst eine Klinge schmieden kannst. 10 Erzrohlinge. Ich kann dir die 10 Erzrohlinge geben, wenn ich die irgendwann mal gesammelt habe. Ich habe 10? Da stand gerade hier deine, aber es kann sein, dass ich nicht 10 habe. Ich habe einfach auch noch 23. Hier sind Erzrohlinge. Junge, du hast 10 Rohlinge aufgetrieben. Mann, du hast es drauf. Oh ja. Ich werde mich jetzt an die Arbeit machen. Okay. Ich habe von ihm übrigens keinen Ruf bekommen. Er raucht aber auch überall. Musst du ab und zu mal seinen Standort ändern. Okay, dann hier wieder hoch. Oder einfach in ein Schlafzimmer rein. Ich habe mein übrigens Schädelding da noch nicht gefunden. Er hat ja auch gesagt, Treppe hoch. Hier geht es aber überall irgendwo eine Treppe hoch. Gut, Arena-Kämpfe würde es geben, wenn ich dann meinen Ruf verbessern muss. Was ich bestimmt verbessern muss, weil ich komme ja dann wieder irgendwo nicht rein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Erstmal hier rüber bei den Sklavis. Hier. Also bitte noch ein drittes aufhängen oder eins abnehmen. Danke. Und da geht's runter. Okay. Oh mein Gott, ich werde mich hier sowas von verlaufen. Das ist genau mein Ding, ja? Freut euch bestimmt. Vielleicht sollte ich das hier eher schneiden. Na, da war ich ja im Außenring. Ich nenne es jetzt so. Müsste es da irgendwo Leute geben, mit denen ich reden kann? Ach, was? Also, hier steht nichts Neues. Wenn es hier Ruf gibt. Und ich brauche den für irgendetwas. Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Dann sollte es hier noch ein paar Leute geben. Geh mal weiter. Oha. Wieso laufen da Löwen rum? Ist mal gespeichert. Oh mein Gott. Na dann. Zoom jetzt, oder wie? Ja. Man sagt, ein Krieger ist gekommen. Ein Krieger aus dem Norden. Einmal? Du kommst spät. Die Prüfung hat bereits begonnen. Was? Was ist das für eine Prüfung? Ich bin auf der Suche nach einem Mann. Einem Kämpfer, der bereit ist, eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Muss ich? Worum geht's? Du kannst aufhören zu suchen. Ich werde deine Aufgabe übernehmen. Ja. Das glaube ich auch. Ich nicht. Aber wie ich bereits sagte, die Prüfung läuft. Also wirst du daran teilnehmen. Sprich mit Ugrasal. Er kümmert sich um die Einzelheiten. War der Ausbilder oder was? Die Prüfung der Assassinen. Okay. Oha, hier geht's weiter. Tänzerin. Was hat denn der für ein Schlafzimmer? Ist das ein Schlafzimmer? Was ist denn... Man braucht ja Abwechslung, ne? Was ist denn? Alter, was ist das hier? Sind aber alles nur Krieger. Bisschen dunkel. Oh, hier stehen Statuen. Ist ja cool.
ist ja cool. Das will ich auch. Also das, ja doch, das Zimmerchen ist doch, das ist ein Schlafzimmer, glaube ich. Doch recht, Das kenne ich schon. Schön gemacht. Roba versteckte sich in einer Höhle, doch das Biest spürte ihn auf. Und Roba griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es und tötete das Biest mit einem Hieb. Altes Wissen, plus 3. Danke. Und da gibt's noch ein Zimmer. Ich suche eigentlich noch Leute. Das ist die Schatzkammer, würde ich mal sagen. Der dreht sich gar nicht um. Ich könnte das alles rausholen. Mache ich dann, wenn ich das andere Kleidungsstück haben möchte, weil 140.000 Münzen finde ich jetzt doch etwas happig, muss ich ehrlich sagen. Und hier habe ich das alles. Auf der anderen Seite komme ich da auch rein. Gibt es hier noch was? Ich glaube nicht. Das war's? Mehr ist hier nicht? Wenn ich schon hier bin. Belia. Hi, was geht? Gewähre mir Lebenskraft. Müsst ihr ein paar Punkte haben, oder? So, damit es nicht mehr ganz so brutal und katastrophal ist. Magische Kraft. Gewähre mir magische Kraft. Nehmen wir da auch noch was raus. Sonst habe ich nur 39. Ich fand es ganz schön brutal, wie schnell mein Leben runtergegangen ist, aber ich habe da auch nie wirklich viel rein investiert, wenn wir erstmal ehrlich sind. Ich glaube nur 2-3 Mal oder so. Gut, ich habe ja alles, aber ich habe nicht meine Butze gefunden. Er hat gesagt, die Treppe hoch. Welche soll ich hier hoch? Da gibt es mehrere Häuser. Also ich glaube, das große, da ist er. Das Große, was man macht, ist diese Prüfung hier vielleicht. Ach, hier Schädel. Ganz gut, wenn hier stehen würde mein Bett. Meine Truhe. Ich glaube, das ist aber die Hütte. Aber da sind keine. Ich habe bisher nirgendwo 3 so eine Schädel gesehen. Also nehme ich jetzt stark an, das ist meine. Was er gesagt hat. Hier ist halt echt nichts los. Also, im Sinne von, ich krieg jetzt 5 Millionen Aufgaben oder so. Ja, dann würde ich sagen, wir schlafen, es ist abends. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, weil es etwas kürzere Folge wahrscheinlich, weil ich sie geschnitten habe. Wir sehen uns dann am nächsten Morgen und beim nächsten Mal bei der Prüfung. Ich denke mal, die zieht sich länger hin, ist vielleicht wie eine Art Questreihe. Mir war es auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken.